Der menschliche Verstand, weil er eine Sache reparieren will, erfindet er zu viele Sachen. Weil eine grundlegende Zutat fehlt, versucht er, anstatt sie zu erreichen, so viele Sachen zu erfinden. Verschiedene Arten von Moral, verschiedene Vorstellungen von Tugend und Sünde, all diese Sachen wurden vom menschlichen Verstand erfunden, nur um den einen freien Platz zu füllen, der noch nicht ausgefüllt ist, das heißt, um in Verbindung mit dem Göttlichen zu sein, das in uns pulsiert. Weil diese eine Sache fehlt, versuchen wir es mit so vielen Dingen auszugleichen. Was ist Tugend, was ist Sünde? Wenn du darüber debattierst, bin ich sicher, dass jeder Einzelne sein eigenes Verständnis davon hat, was Tugend und was Sünde ist. Natürlich dementsprechend, wie es für ihn praktisch ist, nicht wahr? All das ist nur ein Zirkus, den der Verstand veranstaltet, einfach weil der bewusste Kontakt mit dem, was die Grundlage dessen ist, wer du bist, noch nicht hergestellt wurde. Denn um diesen einen Mangel zu überdecken, haben wir so viele Dinge erfunden. An einem Sonntagmorgen in einer Sonntagsschule war der Sonntagsschullehrer sehr enthusiastisch und er wollte, dass die kleinen Kinder, die er vor sich hatte, an diesem Tag etwas mitbekommen. Also sprach er über Tugend und dann sagte er, heute, als ich in die Kirche kam, sah ich zwei Menschen, die einen Esel sehr schlimm verprügelten. Ich ging und rettete diesen Esel vor den Schlägen. Welche Tugend ist das? Da stand ein kleiner Junge in der letzten Reihe auf und sagte, brüderliche Liebe. Deine Vorstellungen von Tugend können also ständig auf so viele verschiedene Arten von Generation zu Generation verdreht und gewendet werden. Die Vorstellungen von Moral, die Vorstellungen von Tugend und Sünde drehen und wenden sich, ist es nicht so? Auf welche Weise es für heute praktisch ist, demnach werden wir es verdrehen. Und immer gibt es eine Debatte darüber, was Tugend und was Sünde ist. Von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Generation zu Generation, von Individuum zu Individuum, innerhalb eines Hauses, wenn da vier Leute sind, haben vier Leute vier verschiedene Maßstäbe für Tugend. Ist es nicht so? Nein. All das nur eine Vertuschungsaktion. Moralistisch zu sein bedeutet, in der Moral zu sein bedeutet, dass du Spiritualität vortäuschst. Was ganz natürlich hätte geschehen sollen, versuchst du jetzt nachzuspielen. Wenn du eine Blume wärst, die Blüte, würde der Duft ganz natürlich kommen. Weil du eine Plastikblume bist, versuchst du nun, ihn zu versprühen. Du sprühst heute, in einer Stunde ist es wieder weg. Die Moral ist ein großer Zirkus. Mit großen Schwierigkeiten sind Menschen moralisch, ist es nicht so? Nein? Mit großen Schwierigkeiten. Und diejenigen, die es schaffen, moralisch zu sein, diejenigen Menschen, die hundertprozentig korrekt in ihrer Moral sind, eine Sache, die mit ihnen geschieht, ist, dass niemand in ihrer Nähe sein will.
Es macht ihnen nichts aus, bei jemandem zu sein, der unmoralisch ist. Aber sie wollen jemanden, der lebendig ist, nicht wahr? Völlig moralisch und leblos. Niemand möchte mit ihnen zusammen sein. Bitte schau, je mehr ein einzelner Mensch denkt, dass er ein guter Mensch ist, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, niemand will mit ihm zusammen sein. Weil diese Vorstellung davon, was Moral ist, was Tugend ist, was Sünde ist, im Wesentlichen beim Vergleich mit jemandem anderen zustande kommt. Wie komme ich zu dem Schluss, dass ich ein guter Mensch bin? Er ist nicht okay. Ja, nicht okay. Sie ist nicht okay, er ist nicht okay, sie ist nicht okay, er ist nicht okay, er ist nicht okay, er ist nicht okay. Verglichen mit all diesen Leuten bin ich ein guter Mensch. Wenn ich über keinen dieser Leute urteile, dann gibt es keine Grundlage dafür, mich einen guten oder schlechten Menschen zu nennen. Je mehr du denkst, dass du gut bist, desto mehr wirst du feststellen, dass niemand okay ist. Hast du das bemerkt? Menschen, die denken, dass sie sehr gut sind, in deren Augen ist keiner okay. Wenn keiner okay ist, ist es keine Frage der Tugend, es ist eine Frage des Wahnsinns. Das erste Anzeichen einer psychologischen Störung ist, dass du anfängst zu glauben, keiner ist okay. Weißt du das? Selbst medizinisch. Das erste Anzeichen einer psychologischen Störung, du fängst an zu glauben, keiner ist okay. Irgendein amerikanischer Autor hat das gesagt, ich habe seinen Namen vergessen, er sagte, jeder auf dieser Welt ist seltsam, außer du und ich. Du scheinst auch etwas seltsam zu sein. Keiner ist also okay, außer du. Wenn keiner okay ist, ist es ein klarer Fall von Wahnsinn. Es ist keine Frage von Moral oder Tugend. Bei der Tugend geht es also nicht darum, eine bestimmte Moral zu praktizieren. Die größte Tugend ist, dass du im Einklang mit dem Leben bist. Du bist zum Leben geworden. Bin ich nicht Leben? Nein. Du wirst zu viel Verstand. Du wirst zu viel Emotion. Du bist nicht Leben. Und wenn ich sage, du wirst zu viel Verstand, der Inhalt deines Verstandes ist nicht deiner. Wenn du sorgfältig deinen Verstand beobachtest, wirst du sehen, dein Vater sitzt hier, deine Mutter sitzt dort, dein Lehrer sitzt hier, dein Freund woanders, dein Feind woanders. Nur eine ganze Menge Leute, die drinnen sitzen und verrückte Dinge tun. Ja. Wenn solch eine Menge an Leuten da ist, gibt es keine Frage von Bewusstsein. Eine Menschenmenge kann nicht bewusst sein, nur ein einzelner Mensch kann bewusst sein. Wenn du eine Menge an Leuten in deinem Kopf mit dir trägst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du bewusst bist, sehr fern. Bei dem ganzen Prozess, dem spirituellen Prozess, geht es also darum, sich von einer mentalen Aktivität zu einem Lebensprozess zu wandeln. Bist du ein Leben mit einem Verstand? Bist du ein Verstand mit angefügtem Leben? Lass uns das entscheiden. Bist du ein Leben mit einigen geistigen Fähigkeiten? Oder bist du ein Verstand mit ein wenig angefügtem Leben? Du bist ein Leben, ist es nicht so? Ein sehr enthusiastischer Biologielehrer sah sich einem sehr enthusiastischen Klassenzimmer voller Kinder gegenüber, also wollte er etwas tun. Und so ging er hin, stellte sich auf den Kopf in der Klasse auf den Tisch. Und er stand so da auf seinem Kopf und das weckte Interesse bei den Kindern und sie schauten alle hin. Dann sagte er auf seinem Kopf stehend, könnt ihr sehen, dass mein Gesicht ganz rot wird? Sie sagten, ja. Dann kam er runter und dann sagte er, seht ihr, wenn ich auf meinem Kopf stehe, bewegt sich das ganze Blut in dem Bereich in meinem Kopf und mein Gesicht wird rot. Aber wenn ich auf den Füßen stehe, passiert das nicht. Warum? Warum? Ein kleiner Junge stand auf und sagte, weil Füße nicht leer sind.
Wenn du die Dinge falsch wahrnimmst, verkehrt herum, könntest du in großen Schwierigkeiten sein. Ich möchte, dass du verstehst, dass das Leben vergiftet werden kann, einfach weil du einen falschen Gedanken oder eine falsche Emotion oder eine falsche Vorstellung oder eine falsche Philosophie für dich selbst hast. Woher weißt du also, dass ein bestimmter Gedanke falsch oder richtig ist? Woher weißt du, ob eine bestimmte Philosophie richtig oder falsch ist? Du weißt es nicht. Der einzige Weg, um herauszufinden, ob etwas giftig genug ist oder nicht, ist, es zu trinken und zu schauen. Danach werden wir es wissen. Du wirst es nicht wissen. Ja, wir werden wissen, dass es funktioniert. Du wirst es nicht wissen. Was also funktioniert und was nicht, wenn du es so herausfindest, wird es sehr teuer. Das Beste ist, der Intelligenz des Lebens zu erlauben, zu funktionieren und nicht von zu vielen Menschen und Dingen Einflüsse aufzunehmen. Dieses Leben, ist es ein vollständiges Leben für sich oder ist es ein halbes Leben? Was denkst du? Ist es ein vollständiges Leben? Ist es ein vollständiges Leben? Ja. Aber alle Priester, Gelehrten, Lehrer glauben, dass es kein vollständiges Leben ist. Sie denken, sie müssen dich reparieren. In dem Moment, in dem ein Kind geboren wird, versucht jeder ihm zu sagen, was gut und was schlecht ist. Denn irgendwo glauben sie, dass im Grunde alle Kinder schlecht geboren werden. Oder sie glauben, dass der Schöpfer einen Fehler gemacht hat und dass sie ihn beheben müssen. Denkst du, der Schöpfer hat einen Fehler gemacht mit dir? Du denkst, der Schöpfer hat einen Fehler mit dir gemacht und dass du ihn beheben musst? Nein. Du musst nur so werden, wie er es beabsichtigt hat, das ist alles. Wenn du diesem Leben erlaubst, genau so zu funktionieren, wie er es beabsichtigt hat, ist damit alles in Ordnung. Jetzt bist du so verdreht, wie es deine Gesellschaft von dir erwartet, oder deine eigene dumme Philosophie, die du von jemandem aufgegriffen hast, nur um hier als Leben zu pulsieren. Oh, reicht es aus, wenn ich nur als Leben hier bin? Ich könnte unmoralisch werden. Ich könnte diesen Menschen töten. Ich könnte diesen Menschen ausrauben. Ich könnte diesen Menschen Schaden zufügen. Ja, wenn du nur als Körper hier sitzt, ist es sehr gut möglich. In dem Moment, in dem du Hunger bekommst, könntest du dich auf den Menschen neben dir stürzen und anfangen, ihn oder sie zu essen. Möglich. Wenn du nur als Körper hier sitzt, ist es möglich. Wenn du nur als ein Verstand hier sitzt, ist es sehr gut möglich. Je nachdem, was für eine Art von Inhalt du in deinem Verstand aufgenommen hast, dementsprechend könntest du so viele Dinge tun. Aber wenn du hier sitzt und nur als Leben widerhallst, wird dir die Frage, ob du einem anderen Leben schadest, niemals in den Sinn kommen. Niemand muss dir sagen, tu nichts, das schadet, tu nicht dies, tu nicht das. Nur wenn du hier als ein Körper oder als ein Verstand bist, dann muss dir jemand sagen, stürze dich nicht auf jemanden. Wenn du hier bist als ein Stück Leben, wenn du als Leben pulsierst, wirst du sehen, dass du keine Moral brauchst. Du wirst keine Lehre brauchen, du wirst keine Tugenden brauchen, die man dir eingibt. Wenn du hier sitzt, geht es dir vollkommen gut. Was dieses Leben zu tun hat, wirst du ohnehin tun. Was es nicht tun sollte, wirst du ohnehin nicht tun. Und wenn du als ein Stück Leben widerhallst, wirst du klar wissen, dass dein Leben nicht einzeln ist. Es ist mit allem im Universum verbunden. Es ist unmöglich, dass du diesen Punkt übersiehst. Nur wenn du zu sehr in deinem Kopf beschäftigt bist oder zu sehr in deinem Körper involviert bist, wirst du ein separates Ereignis sein. Wenn du dich in den Lebensprozess involvierst, nicht in den physischen Prozess, nicht in den psychologischen Prozess, wenn du nicht zu sehr mit dem physischen Prozess und dem psychologischen Prozess identifiziert bist, wenn du einfach hier als ein Lebensprozess sitzt, kannst du den Punkt nicht übersehen, dass es für deinen Lebensprozess keine Grenzen gibt. Es geschieht von überall her.